SWAT! Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Keller, neues Weekend League Belohnungsröhnchen. Und hier die Icon-Wette, Discard da eingelöst. Ja, meine Freunde, wir sind zurück nach unserer einwöchigen Weekend League Pause, die sehr, sehr gut war. Ja? Beste Entscheidung meines Lebens bisher oder im Jahre 2021, weil da haben wir ja Weekend League gespielt. Ja, eine Woche Pause war super. Mein Kopf war viel freier an diesem Wochenende. Ja, ich habe mich nicht so leicht abfacken lassen, obwohl die gleiche Scheiße passiert ist wie sonst auch. Ich frage mich, wann ich endlich mal ein flüssiges Gameplay bekomme. Auf der Next Gen Generation, whatever wie die Scheiße heißt. You know what I mean. Danach suche ich nämlich noch vergebens. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja mit einem positiven Gefühl aus diesem Wochenende rausgegangen. Ihr seht jetzt das Einlösen der Icon-Wette, was wir gestern im Stream gemacht haben. Ihr seht einige 50k-Packs. Ihr seht ein Trotz-Icon-Pack und danach die Player-Picks. In diesem Sinne, viel Spaß. Würde mich sehr über 10.000 Likes freuen. Stellung halten, Kommentare wie immer vollballern mit euren Player-Picks unten und Rang und dies, das. Dann sage ich bis gleich. Wen musstest du abstoßen? Was meinst du? Ich habe keine Dual-Aufnahme aufgenommen. Wegen der 90-Plus-Icon-Wette? Ach so! Ja, dann habe ich gemacht. Dann habe ich heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, gemacht. Privat aber. Ist alles schon passiert. Privat. Stehe ich auch das Gelächter jetzt nicht im Chat? Ich habe den privat abgestoßen. Was ist denn jetzt das Problem? Also, Icon-Wette habe ich eingelöst. Ich habe das privat gemacht. Weil ich finde, manche Dinge muss man auch privat handeln. Das war so ein Ding für mich. Muss nicht immer alles an die Öffentlichkeit. Finde das völlig okay. Ja, das ist ja gut dann. Auf jeden Fall, diese Weekend League hatte ich überlegt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall neu bauen. Wir schauen mal, wie wir es bauen. Ich wollte mal um den Campbell vielleicht. Den habe ich mir, ich habe ja mein Campbell discarded und habe mir den dann neu geholt, weil ich mir dachte, komm, ne, um den mal ein Team bauen. Kam ja auch der Keen da, ne, der Keen und ne, der Stones, ne, von Man City, der hat einen grünen Link. Denke ich, das wäre eine gute IV dann. Wieso kostet der denn noch 600k? Kann mir das mal einer verraten? Die brauche ich. Wir hauen den auf ganz entspannt in irgendeine SBC rein, wo ich jetzt sagen würde, den brauchen wir. Was ist denn mit dir hier? Wie sieht's aus? Hast du Lust? Hat er. Du hast mir aber auch rein spielertechnisch nicht gefallen. Das war nix. Sind wir ehrlich. Ey, das sind fucking 600k. Jetzt kriegst du hier den schlechten Bruder, weißt du? Den kleinen Bruder kriegst du jetzt von ihm. Die Nervensäge. Du willst mit der Perle Party machen und deine Mutter sagt, du nimmst aber deinen kleinen Bruder mit. Und das ist der kleine Bruder. Absent. Tschüss. Ah, nee, geht nicht. Konflikt. Der Vorstand erlaubt nicht. Der Schneider hat gesagt nein. Das ist doch eine Scheiße, ist das. Ja, ist weg. GG an Gamer Brother. Wie viele Icons hat der überhaupt gezogen in den letzten Wochen? Jede Woche eine Icon. Und hier auf dem Piss-Account geht überhaupt nichts mehr. Ich will heute eine Icon haben. Und wenn ich ein scheiß Icon-Pack mache und da das wieder kriege. Der hat aber auch welche abgestoßen. Broski. Ja, R9, das war ja selber schuld. Wenn man gegen mich spielt und einen R9 aufs Spiel setzt, dann ist ja klar, was da passiert. Dann geht der flöten. Ich bin ja nun mal einer der besten Spieler Deutschlands. Was soll ich denn machen? War das nicht sogar ein 45k-Pack, wo der die drin hatte? Und jetzt habt ihr mal den Vergleich. Da wisst ihr nämlich sehen, wie die Accounts gezinkt sind. Er nämlich schön am Strand liegt er und wir hier irgendwo, keine Ahnung, Parkbank. Mit Hundekacke drumherum. Robot, danke für den vierten. I can. Perfekter Start. Guck mal hier, ich brauch die Brille gar nicht. Siehst du, da läuft auch so scheiße. Ich wollte einen schönen, ruhigen Stream machen heute. Ich habe es im Guten versucht, aber ich kann auch anders. Ich glaube, aktuell unser Account ist mittlerweile so drauf, selbst wenn ich das garantierte. Ah ja, schön. Nee, super, ehrlich. Was ist das? Ein 84er Acerbi? Nee, super. Jawohl, ist ja sogar ein Walkout, ne? Jetzt geht's bergauf. Jawohl, lass sie feiern. Stadion ist leer, du Flitzpiepe. Der checkt gar nichts, ne? Stadion leer, er lässt sie abfeiern. Ach, war ja sogar 86 plus. Was stimmt? War ja sogar Dings. War ja sogar 86 plus bei den 25ern, ne? Ja, das ist natürlich blöd gelaufen an diejenigen, die da auf Nein geklickt haben. Pool Benny, für dich tut es mir besonders leid gerade. Der da wieder all in gegangen ist, ne? Tja,
Schade. Ich will heute eine Icon haben. Und wenn ich ein scheiß Icon-Pack mache und da das wiederkriege. Einfach der Two-Face ist das, ne? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Da kommt ein Laudrup kommt da raus. Tja, der Plan ging auf jeden Fall hervorragend auf mit diesem Icon-Pack, was wir aus Trotz gemacht haben, weil wir unsere discarden mussten, in der Hoffnung, dass wir dadurch was Besseres in diesen Packs, das ist zwar alles für'n Arsch, ne? Ich weiß nicht, was mit unserem Account aktuell los ist, hier geht nicht viel, ja? Und jetzt nicht wieder schreiben, ey, du hast doch Kräuf gezogen, chill mal. Ja, ich habe aber auch ein paar Icon-Packs gemacht. So, gehen wir rein, La Cucaracha, Mega-Pack, komm ran. Mach Walkout zum Start, für Feeling, Cristiano Ronaldo ist drin, Team of the Week sieht nicht verkehrt aus. Ja? Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, da ist jetzt nicht nur Cristiano Ronaldo, da ist auch nochmal ein Lukaku drin. Ein Messi zum Beispiel. Higuain. Perfekt. Mir wird ein Tierney da reichen. Als roten Player-Pick Tierney oder wie der da halt wieder ausgesprochen wird, Linksverteidiger von Arsenal. Ich wäre super zufrieden, ne? Ich wäre super zufrieden. Oh, Cristiano Ronaldo wäre ich auch zufrieden mit. Hm? War das ein Teaser hier? Ein Spoiler war das, ne? Kommen wir zu unseren Foot Champions Belohnung. Wir haben wieder ganz gemütlich gespielt. Ja, wir haben ganz gemütlich gespielt. Wir standen phasenweise sehr, sehr gut sogar. Wir standen 10 zu 1. Dann sind wir auf 14 zu 2 gedroppt. Und ich glaube, dann haben wir die letzten drei, wir haben drei Spiele am Stück oder so verloren. Und dann dachte ich mir, boah, lieber mit einem guten Gefühl aus diesem Wochenende rausgehen, wie mit Abfuck. Ja, weil bis dahin hat es eigentlich zu viel Spaß gemacht. Wir haben auch Spiele verloren. Eins unlucky, das andere geht in Ordnung. Wir haben auch ein 50-50 Spiel gewonnen. So, also, es hat alles Spaß gemacht. Ich habe jetzt nicht wegen krasser Kacke verloren. Außer hinten raus fing es dann an. Ja, also diese Spiele, die wir am Stück verloren haben, die waren halt Dings. Und dann dachte ich mir einfach, boah, das läuft mir gerade Gefahr. Mal lieber Ende. Ja? Von daher, Gold 3 ist eh scheißegal, was für ein Rang ihr holt. Spielt so lange, wie ihr Bock habt, lasst euch davon den Leuten nichts erzählen. Und fertig. Meine Fresse, du. Und jetzt gib her den Ronaldo. Ja? Ich will den Tenei haben. Tenei wer? Schmackofatz. Der Rest, ja, da gibt ein, zwei, gibt gute, oder? Ist klar. Aber ein Tenei. Lukaku? Wir kriegen immer Lukaku, Alter! Ist ein High-Rated. Prag, natürlich. Kayo? Ruffels? Es ist ein High-Rated, definitiv. Aber haben wir den nicht schon mal gehabt? Change my mind. Haben wir nicht schon einen Lukaku in Rot? Oder hatten wir einen? Ich weiß das gerade selber nicht mehr, ne? Wer da auf dem Schirm, wer das auf dem Schirm hat, schreibt mir das mal gerne. Hä, wir haben doch schon mal einen. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, die Karte, die ist halt auf jeden Fall auch da, ne? Das ist so ein schlechterer Haaland-Gefühl, ne? Jetzt gib mir den TNA noch, Digga. Dann bin ich, boah, dann sag ich wieder Gold 3 OP, ne? Go. Ah, Mi, wieso denn Mi, ey? Gib mir Tenei, ey, Mi. Flitzpiep, ey, wie siehst du überhaupt aus? Lukaku High Rated, so. Ich werde mich jetzt hier nicht über das Rating beschweren, aber ich hätte gerne einen 82er gehabt. Den einen 82er hätte ich gerne gehabt. Und nicht den 87er. Den kannst du nicht spielen. Das ist nicht meine Art von Spieler, sag ich mal, ne? Ich brauch so eher diese kleinen Quirlingen. Die du schwerer spielen kannst auch. Die sind ja auch nicht Meta, deswegen, der ist ja Meta hier, ne? Jetzt haben wir hier noch, ne? Die Schaluppi-Packs hier. Seltene Spieler-Pack. Ja, wir machen die erstmal die beiden Mega-Packs weg, auf entspannt. Ich glaube nicht, dass hier was kommt, du. Das ist nichts, ne? Aber so wie der Account hier Packs technisch läuft, da können wir das absolut vergessen. Oh. Schön. Letzte Pack für diese heutige Aufnahme. Danach zeige ich euch noch kurz das Team, was wir gestern so im Stream gebaut haben, womit wir erstmal reingehen werden. Ja, sicher. Beste. Cavani. Suarez, ja. Komm ran. Ist gut für SBC, der Mann. Immerhin ein Walkout. Ne? Das ist auch schon eine Seltenheit geworden. Ihr seid ja ganz ehrlich, wer in den Streams dabei ist. Damit sind wir am Ende angekommen. Dieses Team haben wir gestern im Stream gebaut. Ich bin mir aber echt unschlüssig. Die Defensive können wir aus meiner Sicht so zocken. Ja, da hat mir in dem ersten Spiel, wir haben ein Spiel gegen Bosse gemacht, da hat mir Stones eine ganze Ecke besser gefallen wie Alaba, komischerweise. Aber wie gesagt, war nur ein Spiel. Vorne die Offensive, ui, da weiß ich nicht. Mit Bebu und Dembele, die Kombination hat mir gar nicht gefallen. Wir werden aber trotzdem so reingehen. Ich werde Gnabry auf der 10 spielen, Dembele und Bebu vorne in der Doppelspitze, Kanté auf der 6 und Matthäus die dann auf der 8. Ja, Matthäus, wie gesagt, ist Selbstschutz. Ich will auch ein bisschen Spaß haben und wissen, was ich an manchen Leuten habe. Für meine aktuellen Verhältnisse habe ich wieder sehr, sehr viel gewechselt in dem Team. Wir schauen mal. Es kann gut sein, dass ich die drei, dass ich die Offensive change im Laufe der WL. Ja, wir gehen auf jeden Fall wieder rein an diesem Wochenende. Freitagsstream circa 15.30 Uhr. Pi mal Daumen. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet eine Menge Pack Luck bei den Player Picks.
Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen hoffentlich in alter Frische wieder. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich kann auch gar nicht mehr reden. Vielleicht habe ich auch keine Lust zu reden. Das wäre vielleicht auch einfach mal lustig, das Video jetzt so zu beenden, ohne irgendwas noch zu erzählen, ja, oder? Ja, geil.